Weiter geht's mit der wöchentlichen Herausforderung. Und zwar war das erste ja immer Besitze und Fahre. Das habe ich jetzt schon abgeschlossen. Und zwar die Chevrolet Corvette ZR1. Entweder von 1995 oder 2009. Ich habe die von 2009 genommen. Sieht man ja oben auch nochmal. Und jetzt soll ich 3 Sterne in Blitzer, nicht Blitzerzonen, sondern einfach ganz normale Blitzer, ja, holen. Und dann habe ich mir hier den hier ausgesucht. Küstenblick. Man muss sie ja nicht auf einmal holen. Kann ja auch mehrmals einfach durchfahren. Ja, weil einmal schaffe ich nicht. Aber ist ja egal. Einfach nochmal durchgefahren. Nochmal? Lackieren der Karosserie. Okay. Dann hier einmal nach Hause. Hier lackieren, Auto lackieren. Dann wird's rot. Na, jetzt. Ich glaube, so lange hat's noch nie gedauert. Auch abgeschlossen. Dann ach, unten um ein Straßenrennen. Ich will, ja, einfach nur ein Straßenrennen gewinnen. Dachte schon, hey, Gewichtsverteilung 52 zu 48. Ja. Straßenrennen. So, dann hier alle weg. Ja, Straßenrennen. Hier. Das müsste sein. Das ist ein Rundrennen. Das ist. Ja, warum nicht? Nehme ich das hier. Solo, dann aktuelles Auto. Das funktioniert jetzt nicht. Starten und jetzt nur noch gewinnen. Dürfte ja mit dem Auto kein Problem sein. Wie viele Gänge hatten der eigentlich? 9.
bisschen zu spät gebremst. Schönes Auto. Lässt sich so auch super fahren. Früh runtergeschaltet. Ja, so ist gut. Jawohl. %90 gleich. Ja, ich glaube, das sollte ich gewinnen. Ohne Probleme. Und das war's. Ich glaube, das war auch. Genau. Ja. Das war's dann auch schon wieder. Wie immer, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo oder ein Like da lassen. Und bis zum nächsten Mal.